verschwunden. Jimmy, notiere bitte, ich erdrossle Mr. Morin, weil er meine Frau erwähnt hat. Würgt Mr. Morin? Nein, nein, Jimmy. Würgen tut man zum Beispiel, wenn einem etwas im Hals stecken bleibt. Da ich aber Mr. Morins Luftröhre in meiner Ohrkette zerknallt, ja, ist das so wie du die Station geklaut. Hätte sonst noch etwas auf der Tagesordnung, Jimmy? Ich heiße Jeffrey, Sir. Und nein. Danke, Jimmy. Na dann, die Drinks gehen auf Handsome Jack. Warum funktioniert er nicht, Angel? Ich weiß nicht. Ich habe jedes Gramm Iridium, das ich habe, in dich hineingepumpt. Und der verdammte Schlüssel funktioniert trotzdem nicht. Warum? Es tut mir leid, ich weiß es nicht. Du bist eine Sirene. Du bist einzigartig. Also sorg dafür, dass er funktioniert. Ich will diesen Krieger, Angel. Ich will ihn wach, okay? Ich will ihn unter Kontrolle. Und ich will ihn jetzt. Nicht irgendwann. Jetzt. Zweifel hatte, dass Jack sterben muss. Jetzt nicht mehr.
aus? Toll, du hast Kleidung. Danke, dass du mir Kleidung besorgt hast. Bring die Kleidung zu mir, Mel, und dann trage ich die Kleidung. Will ich nicht töten, was sehr eigenartig ist. Ich brauche deine Hilfe. Oh, ich sollte einen Namen haben. Menschen haben Namen. Ich weiß, ich habe so viele Malade-Programme. Wie wär's also mit Mao? Danke, ich trage jetzt die Kleidung. Ich finde, ich sehe gut aus. Oh, Eitelkeit. Sehr menschlich. Aber warum fühle ich mich dann noch nicht wie ein Mensch? Ich weiß, warum ich mich noch nicht wie ein Mensch fühle. Ich habe keine Gliedmaßen. Ich habe gehört, dass diese Banditen Gliedmaßen übrig haben. Frag sie doch nach welchen. Wenn ich erst Mensch bin, werde ich mit dir über Dinge von wenig bis keinerlei Belang reden. Religion und Politik werde ich meiden. Sonst kriegen wir uns am Ende in die Haare. Als Mensch werde ich Zweisamkeit suchen, wenn ich einsam bin. Aber die Einsamkeit ersehnen, wenn ich dann einen Partner habe. Ich kann es kaum erwarten, Mensch zu sein, damit andere Menschen...